Willkommen zurück zu State of Decay. Ich bin wieder da nach 6 Monaten. Habe ich mir gedacht, wir fangen mal wieder an. Wir machen mal wieder weiter bei State of Decay. Es gab einige Sachen. Ich hatte so wenig Zeit in der letzten Zeit und ich habe jetzt auch wenig Zeit. Aber ich habe mir gedacht, ich hatte einfach mal wieder Lust, was zu machen. Es gab ja einen Kanal zwischendurch. Es gab noch einen Kanal. Es war aber einfach nicht dasselbe wie auf dem allerersten Kanal, den ich erstellt habe, den allerersten Let's Play Kanal, und da ist ja einige Sachen, da waren einige Sachen noch offen, zum Beispiel die Incredible Adventures of Finance. Ich muss nachdenken, und unter anderem auch State of Decay, und ich habe mir gedacht, wir spielen mal wieder State of Decay. Was gibt's besseres abends, einfach hinzusitzen und Zombies zu töten und zuzuschauen, wie die Heimatbasis immer wieder, wie die Moral von der Heimatbasis immer weiter sinkt. Und wir fast gar kein Essen mehr haben und unser Einfluss auch gesunken ist. Und wir 11 Einwohner, haben wir 11 Einwohner? Das läuft ja weiter, aber es war ja deinstalliert, also. Gott sei Dank sind meine Speicherstände noch da. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich so ein kleines separates Video machen werde, wo ich unter anderem auch ein bisschen drauf eingehen werde. Warum kam nichts, wie wird's weitergehen? Ist jetzt auch hier gerade eine spontane Idee gewesen, mal wieder was aufzunehmen. Und Markus, du kommst mit und hältst mir den Rücken frei. Vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht mehr, was wir als letztes gemacht haben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in einer Hundeklinik war, aber ich glaube, das habe ich dann gar nicht mehr veröffentlicht, weil ich irgendwann halt auch mal gesagt habe, gut, zeitmäßig klappt das Ganze nicht mehr, arbeitstechnisch dann noch ein Umzug. Ich meine, jetzt habe ich auch noch viel weniger Zeit eigentlich, aber es ist einfach zu einem Hobby geworden, zu einem großen Hobby, wo man, wo ich natürlich auch wieder Lust drauf habe. Und es ist einfach der Kanal Back to the Roots sozusagen. Da wollte ich natürlich auch mal wieder weitermachen und hier auch dann die Projekte beenden bzw. Neues auch anfangen. Ich muss jetzt gerade mal kurz schauen, was ich denn überhaupt tun soll. Ich muss die Mission Das Gesetz machen. Das ist meine nächste Mission. Ich könnte auch einfach ein bisschen rumfahren und mal schauen, was noch so in der Gegend hier alles, was es hier noch so alles gibt. Auf jeden Fall gibt es hier so ein Herd, hier so ein Unruheherd. Das ist gar nicht, wo ich hinfahren muss. Ich fahre einfach mal und laber da nebenbei. So, wir könnten eigentlich auch ein paar Sachen noch einsammeln. Zum Beispiel, zum Beispiel wir fahren hier lang, ne? Zum Beispiel ein paar Medikamente oder die Angst, also jemand braucht eine Ansprache. Niemand braucht eine Ansprache. Ich halte hier gerade eine Ansprache. Sehr in ihn geflogen. Was wollte ich? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Es ist alles so viel gerade. Mann, die ganzen Zombie-Horden und hin und her, und die müssen wir jetzt auch töten. Und wo sind die? So. Wir töten die alle so, ne? Zombie heute getötet. Da sind hier noch ein paar, ne? Lily? I really hope you're at the radio, sis, because I'm in a little trouble here. Jacob, where have you been? So. I'm trying to raise your yeah, sorry about that. Es gibt keine bessere Möglichkeit als Zombies. Mit dem Auto zu töten. Okay, wir suchen uns als erstes mal hier ein bisschen, mein Auto ist ja eh bald am Arsch. Deswegen suchen wir hier mal ein bisschen die Lillys Bruder für den Familienkrach. Jesus Christ, Lilly, und wer ist... Ach, hier. Markus macht das. So, don't mess with Markus. So, da ist auch noch einer. Sind die nachts denn stärker? Ich sehe leider auch nichts, ne?
Finde ich blöd. So. Ich durchsuche jetzt hier als erstes mal den Schuppen und die ganzen Ressourcen nehme ich mal mit. Ich bin aber noch überlastet. Ich verliere beim Sprinten viel Ausdauer. Und danke, dass mir das auch mal jemand sagt hier in diesem Spiel. Wurde mir wahrscheinlich gesagt, aber What's up? Bye. Hier, Fahrzeuglager. So. Warte mal. Was mache ich denn jetzt hier, ne? Was ist das? Brecheisen. Gewindebohrer. Kann ich den ablegen? Ah, hier. Perfekt. So. Ich habe noch einen Vorschlaghammer. Ich bin... Danke, 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 dass du mir das sagst, Spiel. Ich hätte es fast nicht erwartet. Schmerzmittel bräuchte ich... Na gut, ich habe 10 Millionen Schmerzmittel sowieso dabei. Das hat jetzt aber auch nicht so viel gebracht. Diesen Snack hier kann ich mal ablegen. Brauche ich sowieso nur einen eigentlich. Die Kaliber 30, ne? Gewehr 750. Ah gut, die brauche ich dafür. Wo habe ich denn... Was ist denn mit dem ganzen Zeug hier? Habe ich echt so viel dabei? Ich kann doch nicht so viel dabei haben, ne? Ich bin immer noch 16,2 Pfund schwer. Kann ja nicht sein, ne? Den lassen wir jetzt mal. Und wir gehen jetzt in den Schuppen rein und gucken mal, was wir, ob es hier noch ein paar Sachen gibt. Ich hoffe, es wird bald Tag, ne? Ah ja, perfekt. Also es wird wieder hell. Das heißt, ich sehe dann auch endlich mal was. Und ich glaube, ich kann mich noch vage daran erinnern, dass ich auch versucht habe, meine Heimatbasis woanders hinzusetzen. Das hat aber nicht geklappt, weil ich zu wenig Moral hatte. Also ich muss mich noch um die Leute kümmern. Ja, okay. Mal so nebenbei, ne? Gut. Ich fände ja hier so eine... Oh, weg da. Ich finde ja so eine Farm immer ganz cool in der Zombie-Apokalypse. Fand ich auch bei Walking Dead ziemlich cool, als die bei dieser Lebensmittelressource. Oh mein Gott. Leuchtsignale. I don't want to piss anybody off. Ach so, ja, ich muss hier verfügbarer Einfluss. Pff. Ich habe hier nur den einen Kart. Okay, 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 okay. Kaufen? I haven't earned this. Okay, warte, 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 warte. Ich muss nochmal durchsuchen. Was ist aufbrechen? I'm loaded up. See you back at base. Roger that. We'll be waiting. Markus Campbell. Du musst über... Ach, du hast das Zeug nicht dabei. Ah. Das heißt, ich muss jetzt den Rucksack nehmen. Ja, ist, ja, auch die Männersache, ne? Das ist eine Männersache hier. Okay, aber wir haben ein neues Auto. Ich glaube, es kommt ein Zombie, ne? Ach, da drüben. So, Maya, alles gut. Ach, das ist gar nicht die, das ist die Maya. Oh Gott, ich komm mit dem Namen nicht mehr klar. Ich meine, gut, ist klar, wenn man... Ja, jetzt steckt die Waffe weg und lass mich hier mal einladen, so. Okay, was hat der noch dabei hier? Wir haben hier noch, was ist das? Ah, das ist Lebensmittel, okay. Nein. Okay, ich pack das einfach hier rein, ne, und wir fahren das dann später dann mal zurück, wenn wir hier alles durchsucht haben. Jetzt ist alles noch cool hier. Das heißt, wir nehmen das Zeug auch noch mit. Rucksack beladen, so. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Okay, der kommt einfach mal durch die Wand geglitscht. Den Schuppen haben wir vollkommen durchsucht. Perfekt. So. Und ich lade das nächste Zeug. Ja, passt. Wunderbar. Aber mal wieder ein bisschen Essen hier für die ganzen Leute. Die hätten ja jetzt seit 6 Monaten nichts mehr zu essen gekriegt. Gott sei Dank leben die noch.
Wir gucken uns aber als erstes noch das Haus hier an. Und dann fahren wir zurück. Und dann weiß ich nicht, was wir machen. Gesetz oder so. Irgendwann mal. Ja, ich bin ja auf dem Weg, aber ihr meckert ja die ganze Zeit immer nur rum, dass ihr nichts zu essen habt und... Erforderlich 8 Personen, erforderlich 13 Materialien. Kann ich hier was durchsuchen? Kühlschrank oder irgendwie sowas? Ja, wir haben sogar einen Garten hier. Das ist perfekt, das ist gekauft, das Haus. Und noch hier schön verschiedene Schuppen, wo man alles, wenn man ein bisschen aufräumen würde, wenn man die Tine Wittler noch holen würde, wird das super aussehen, ne? So. Gucken wir hier mal noch drin. Ich glaube, hier gibt es aber sonst nichts mehr. Ich glaube, das war nur der Schuppen, den wir plündern hätten können oder auch geplündert haben. Oh, hier kommt eine Zombie-Horde. Okay, wird Zeit, dass wir verschwinden von hier, ne? Maja, steig ein. Mach keinen Scheiß jetzt. Steig ein. Wo ist denn nochmal die Karte? Die Himmelfahrtskirche. Krankenbereich. Ach, wir finden das schon. Nein, ich aussteigen. Einsteigen. Gott, oh Gott, war das eine Spannung hier. Okay, wir finden das schon irgendwie, irgendwann. Wir werden nie wieder dort ankommen. So. Gut, jetzt fahren wir zurück zur Heimbasis, zur Heimatbasis in die Himmelfahrtskirche. Ich hoffe, wir sind richtig. Ich glaube, diese Straße hier sind wir auch entlang gekommen. Und hier dann einmal nach rechts. Am besten nochmal gegen das Auto fahren, gegen dasselbe Auto, wo wir vorher auch dagegen gefahren sind. Und dann haben wir es eigentlich soweit in der ersten Folge jetzt, in der ersten Folge, wo wir wieder zurück sind, sozusagen, wo ich wieder zurück bin, haben wir dann schon mal unsere erste gute Tat erledigt. Und ich würde sagen, dann sehen wir also auch demnächst dann wieder in der, was ist denn das grüne Männchen da nochmal auf der Karte? Ich bin falsch gefahren, ich Idiot. Ich wäre jetzt knallhart geradeaus gefahren. Man hätte mich gewundert, wenn ich am Ende der Karte gewesen wäre. Scheiße, wo ist die Kirche hin? Ja. Deswegen halte ich auch meistens immer meine Klappe, wenn ich Auto fahre. Ach shit, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ne? Ich wollte das Auto eigentlich gar nicht so schnell kaputt machen. Normalerweise halte ich auch meine Klappe, wenn ich Auto fahre. I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Oh, ein kaltes. Ein kaltes Bierchen, ne? There you go. Don't say I never gave you nothing. What you got? Oh, you know, stuff. Wie Essen und das, was ihr eben braucht, ne? Plus 8 tägliche Essensrationen. Lebensmittel gesammelt. Okay. Wer bist du nochmal? Bist du der... Achso, du bist Edgar Barth. Oder Bart. Edgar Barth. Du bist Lilly, oder? Lilly. Lilly, du hast doch einen Bruder, ne? Du hast doch einen Bruder. Moralproblem, Angst. Der braucht eigentlich eine Ansprache hier, ne? Wandreparaturen. Du musst Schritt halten. Sam? Hi. Nicht genug Einfluss. Bye. Die hassen mich ja alle. Oh Gott. Was habe ich denn hier gemacht? Nur weil ich jetzt 6 Monate mal nichts gemacht habe. Jesus Christ. Okay. Okay. Was? Wandreparatur? Was soll ich denn jetzt schon wieder machen, Mann? Ich bin hier... Ihr seid doch den ganzen Tag zu Hause. Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Nicht ich, nee, ihr. Schweine. Und ich muss mich wieder um die Wände kümmern, ne? Wandreparatur. Wer braucht hier eigentlich... Pastor William? Grand... Ach, du bist der mit dem komischen Dings hier, mit dem komischen
Kapuzenpulli. Wo sehe ich das denn nochmal? Wer hier eine... Sachen können schon mal kaputt gehen. Das ist niemandem schuld, es ist einfach so. 10 Materialien benötigt. Oh Gott. Die Angst, jemand braucht eine Ansprache. Edgar ist in letzter Zeit völlig übernervös. Da müssen wir was tun. Da müssen wir was dran tun, Lilly. Da hast du absolut recht. Edgar. Ach, das war der Typ da drin, ne? Edgar kriegt jetzt eine Ansprache. Edgar macht dich drauf gefasst. What's a good word? Schmierig, Ex-Radler. Ja, haha, die Ex-Radler, das sind ziemlich schmierige Typen, ne? Gehen wir ein Stück. Was willst du? Gehen wir ein Stück in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, in der nächsten Folge gehen wir ein Stückchen mit Edgar und verpassen ihm eine saftige Ansprache. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.